Gut, dann auch von mir nochmal hallo. Ich habe ja schon mal auch hier vorne gestanden. Mein Gesicht kennt ihr also. Ich möchte gerne die kurze Zeit nutzen, um euch einen Impuls zum Thema Vermarktung mitzugeben. Das ist ein Thema, was ich immer wieder merke, was sehr weit hinten kommt bei den ganzen Überlegungen, wenn es um das Thema Gärtnern und vor allen Dingen Marktgarten geht. Ich bin Vivian Glover. Ich habe ursprünglich mal an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde Ökolandbau und Vermarktung studiert und habe noch während des Studiums angefangen, auf dem Hofgut Oberfeld in Darmstadt zu arbeiten. Das ist eine Aktiengesellschaft, also ein Bürgerunternehmen, was hauptsächlich Bürgern der Stadt Darmstadt gehört. Ein Demeterbetrieb, der am Stadtrand von Darmstadt, was in Südhessen liegt, südlich von Frankfurt, entstanden ist, aus einer Bürgerinitiative auf einer ehemaligen hessischen Staatsdomäne. Das ist ein Betrieb mit 130 Hektar. Und als ich habe da ursprünglich mein Praxissemester gemacht und bin dann da auch in die Vermarktung reingerutscht. Und dann noch während meines Studiums habe ich dort angefangen, den Hofladen aufzubauen. Der ganze Betrieb hat erst 2006 überhaupt angefangen. Ich bin im Prinzip 2009 dazugestoßen. Bis dahin gab es nur eine Vermarktung über so einen Stand des Vertrauens. Es gab auch nur Eier zu vermarkten. Und ich habe dann in meinem Praxissemester geholfen, diesen Stand des Vertrauens umzubauen in einen kleinen, ja, im Prinzip Marktstand dort auf dem Hof. Und dann nach dem Studium haben wir einen Hofladen gebaut mit 150 Quadratmetern Verkaufsfläche und dem Ziel, eben all die Produkte, die es dann schon gab und all die, die es dann in den nächsten Jahren noch geben sollte, über diesen Hofladen zu vermarkten. Das Hofgut Oberfeld baut Getreide an, hat Milchvieh und hält Hühner und Mastgeflügel und macht Käse. Und all das ist über diesen Betrieb vermarktet worden. 75% von den selbst erzeugten Sachen sind ausschließlich über den Hofladen gegangen. In den insgesamt 7 Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, haben wir also bei null angefangen und sind bei einem Jahresumsatz von 2 Millionen Euro letzten Endes gelandet. Und von den gesamten, von diesen 2 Millionen Euro, 35% davon, dieses Umsatzes, sind durch eigene Produkte gemacht worden. Dann 2015 habe ich angefangen, mich damit mit einer Selbstständigkeit zu beschäftigen. Und bin dann 2017, habe ich den Gemüsegarten Hoxhol gegründet. Ich komme auch nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb, habe also bei null angefangen. Und der Gemüsegarten Hoxhol ist sehr schnell zu einem Vollerwerbsbetrieb geworden. Ich hatte eigentlich vor, mal noch 2 Jahre weiter zu arbeiten und dann erst so Vollerwerb zu werden. Aber es hat sich schon im ersten Jahr abgezeichnet, dass die Nachfrage so groß ist, dass ich eigentlich sofort in Vollerwerb gehen kann. Der Gemüsegarten Hoxhol als Herzstück des Betriebes ist es eben ein Gemüsegarten, der über eine solidarische Landwirtschaft vermarktet, die ich auch gegründet habe, um einen Absatzweg zu haben. Mittlerweile gehört dazu noch ein zweiter Standort, der Betrieb von meinem Partner ist, der Hof am Mühlgrund, ist eine halbe Stunde entfernt. Also wir haben eine sehr spezielle Betriebssituation mit relativ viel Fahrtstrecken, aber wir gehören zum Großraum, ja, Rhein-Main-Gebiet, ein sehr infrastrukturstarkes Gebiet. Wir mussten nehmen, was wir kriegen konnten an Flächen und dementsprechend sind wir gut verteilt. Ich sage immer, andere Leute fahren jeden Tag nach Frankfurt. Wir fahren halt in den Odenwald, da gibt es wenigstens keinen Stau. Der Gemüsegarten ist am Rand vom Odenwald, in der Mittelgebirgsregion, die nicht klassischerweise ein Gemüseanbaugebiet ist. Und wir bauen über 60 verschiedene Kulturen da mittlerweile an, haben jetzt seit diesem Jahr auch einen kleinen Folientunnel, wir hatten ihn letztes Jahr, er ist uns dann weggeflogen und dieses Jahr war das erste volle Jahr mit Folientunnel. Ein schwieriger Standort mit Hanglage, also auch sehr, sehr viel Wind, also es ist sehr windoffen Richtung Westwind, intensivste Sonneneinstrahlung, keine Infrastruktur, kein Wasser. Also ich könnte noch zu allen möglichen anderen Sachen ganz viel erzählen, aber heute möchte ich eben auf das Thema Vermarktung zu sprechen kommen. Wir vermarkten selber über eine Solawi, und zwar das Gemüse, da gibt es eine Gemüsesolawi, die wir haben, und wir haben noch
unabhängig davon noch ein Hühnersolavie, hatte ich gestern Abend schon mal kurz erwähnt. Die anderen Produkte, die wir erzeugen, vermarkten wir ganz klassisch über Direktvermarktung, ab Hof und über eine Marktschwärmerei. So, wenn man sich jetzt mit dem Stichwort Vermarktung auseinandersetzt, dann ist eigentlich immer die Frage, die kommt, ja, was will ich eigentlich vermarkten, für wen will ich das vermarkten, also nicht für wen will ich das vermarkten, an wen möchte ich das vermarkten und wie will ich das vermarkten. Ganz typischerweise beschäftigen sich Gärtner damit erstmal mit, was will ich eigentlich vermarkten, was will ich anbauen, Gemüse ist ja immer das Erste. Und ich werde jetzt auch erstmal in dieser üblichen Abfolge da durchgehen. Und am Ende werde ich nochmal drauf kommen, was ich aber für sinnvoll halte. Das Sortiment ist also einfach so ein ganz zentrales Thema und da drumherum gruppieren sich halt diese Sache, der Vertriebsweg, dann die Zielgruppe, also an wen möchte ich denn das überhaupt verkaufen, was ich da erzeuge und wie kriege ich das an den Mann oder an die Frau, also Stichpunkt Marketing. Also, was will ich verkaufen? Die meisten hier werden sagen, ja, Gemüse, ja, aber auch da, mit Gemüse ist ja nicht getan. Sind es 20 Kulturen? Sind es 50 Kulturen, die ich anbauen möchte und verkaufen möchte? Will ich Lagergemüse anbauen? Will ich Kartoffeln mit anbauen? Gerade hier im Marktgarten-Kontext eine wichtige Frage. Will ich nur Salat vielleicht anbauen? Also jetzt nicht klassisch Kopfsalat, sondern alle möglichen grünen Salate. Will ich nur Kulturen mit hohem Deckungsbeitrag anbauen? Siehe Curtis Stone zum Beispiel. Möchte ich mich auf Kräuter spezialisieren oder auf ganz verrückte Spezialitäten, wo ja auch je mehr die Welt sich globalisiert, desto mehr kommt auch hierher an Sachen, von denen wir vorher noch nie was gehört haben. Möchte ich das Ganze ergänzen, eventuell durch Eier, das ist so oft das, was als erstes kommt, weil Hühner einfach aufgrund der geringen Flächenbedürfnisse oft auch das Erste sind, woran man denkt. Vielleicht aber auch Geflügel, Mastgeflügel, verarbeitete Produkte, zum Beispiel Konserven. Oder kaufe ich vielleicht sogar noch zu, um mein Sortiment zu ergänzen. Es geht also darum, eigentlich, oder Ziel ist es, möglichst interessante Produkte zu haben, wo ich auch Kunden für finde. Wenn bei mir die ganzen Nachbarn eh schon Möhren anbauen, vielleicht sollte ich dann keine Möhren anbauen. Dann die nächste Frage ist, wo kann ich denn das, was ich anbaue, verkaufen? Der Vollständigkeit halber erwähne ich mal die Genossenschaft. Der Wolfgang Palmer hatte ja vorhin da schon gesagt, das ist oft auch ein ganz klassischer Weg, wenn ich Gemüse anbaue. Ich glaube im Kontext Market Garden nicht relevant. Großhandel würden jetzt viele auch erstmal sagen, ist auch nicht relevant, aber da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Gerade hier in Deutschland haben wir diese sogenannten regionalen Großhändler im Biobereich, die oft auch bereit sind, kleine Chargen abzunehmen, vor allen Dingen auch, wenn es sich um sehr spezielle Dinge handelt. Und zum Beispiel Kresse kann man auf sehr kleiner Fläche produzieren und ist auch etwas, was der Großhandel durchaus abnehmen würde. Oder auch andere Kräuter. Also das lohnt sich auch immer noch mal im Kopf zu behalten, also sowas wie Elkershausen, Phoenix und wie sie alle heißen, diese kleinen Großhändler, kann man durchaus auch als Marktgärtner, als Kunde haben. Dann das Klassischste ist, wenn man an Direktvermarktung denkt, eben die Wiederverkäufer oder die Gastronomie. Das wären halt Hofläden, Bioläden, Restaurants, aber auch Großküchen und Supermärkte. Supermärkte ist auch, dann denkt man immer erst, ach nee, das ist irrelevant. Aber gerade so inhabergeführte Supermärkte, wie zum Beispiel von Edeka, dürfen durchaus eigene Entscheidungen treffen, was sie im Sortiment haben. Oder auch Alnatura, was auch vom Konzept her ja ein Supermarkt ist, können die einzelnen Filialen bei den Frischprodukten selber entscheiden, was sie im Sortiment listen. Wo es also auch durchaus interessant sein kann, dahin an diese Supermärkte ranzutreten und das vorzustellen, was man ihnen anbieten kann. Dann an die wirklich klassische Direktvermarktung an den Endverbraucher. Marktstand ist das, was alle kennen. Das ist da ungefähr, wo alle, wenn sie an Gemüse denken, an frisches, regionales Gemüse, die Kunden denken erstmal an Markt.
Da kommt aber immer mehr dazu. Also Hofladen ist ja auch ein alter Hase. Selbstbedienung, hatte ich vorhin schon mal gesagt, mit diesen Ständen, zum Beispiel auch an der Straße. Irgendjemand hat gestern mir erzählt, er hat einfach eine Schubkarre an die Straße gestellt mit dem Gemüse. Was Kleines, aber durchaus auch machbar. Solidarische Landwirtschaft ist in den letzten Jahren ganz stark am Kommen. Abokisten kennen wir auch schon länger. Marktschwärmerei, hieß immer Food Assembly, heißt heutzutage Marktschwärmerei, ist also etwas, was also ein Vermarktungs-, ein Vertriebsweg, der Internet erfordert, auch von Seiten der Kunden. Dann Reco und Food Notes, das sind beides, das kann man im Prinzip, es ist so ähnlich wie Marktschwärmerei. Reco läuft über Facebook, Food Notes sind gerade dabei, so eine App zu entwickeln, wo man sich im Prinzip, es ist ein ganz punktueller Markt, wo man sich für eine halbe Stunde trifft und wo die Kunden das Gemüse oder die anderen Erzeugnisse schon im Vorhinein bei den Erzeugern bestellen. Mehr oder weniger halt organisiert über eben Apps oder Facebook. Dann gibt es auch die Möglichkeit, auch Gemüse über Online-Shops zu verkaufen. Das Wichtigste ist, wenn man sich die Gedanken macht, über welchen Weg möchte ich eigentlich gehen, um das, was ich produziere, an den Kunden zu bekommen, ist, wie kann ich möglichst viele Kunden erreichen? Es ist zwar schön und gut, wenn man irgendwie so einen hübschen kleinen Laden nebenbei sich hinbauen kann, aber wenn da keine Kunden kommen, dann brauche ich da überhaupt nicht drüber nachzudenken, einen Hofladen zu bauen, weil vielleicht mein Hof irgendwie weit außerhalb ist und es ist überhaupt kein Potenzial von den Kunden in der näheren Umgebung gibt. Dann ist eben die Frage, wie präsentiere ich denn mein Angebot? Wie mache ich denn darauf aufmerksam, dass ich hier einen Hofladen habe, einen Online-Shop oder Teil einer Marktschwärmerei bin und Gemüse habe oder andere Produkte, die ich anbieten kann? Also dass überhaupt die Leute auf mich aufmerksam werden, wissen, sie können bei mir was kaufen. Social Media wird da irgendwie immer wichtiger. Facebook, Instagram und YouTube und es kommt immer noch mehr dazu. Website ist ja hat mittlerweile jeder, ist auch nicht mehr kompliziert einzurichten. Etwas, was viele vergessen, ist ein Hofschild. Dann kann man Werbung machen in Printmedien, also das heißt im Blättchen, was in jedem Dorf oder in jedem Dorf eigentlich gibt, wo irgendwie amtliche Bekanntmachungen drin sind. Manchmal gibt es auch so örtliche kleine Zeitungen, wo man tatsächlich einfach noch ganz klassisch Werbung machen kann. Man kann einen Postwurf machen, das heißt, man kann den Leuten Flyer in den Briefkasten stecken, Schüler beauftragen, das zu machen. Man kann, also an einem Marktstand kann man das Ganze auch präsentieren, aber nicht nur einen Marktstand im Sinne von auf einem Wochenmarkt, sondern auch auf so Themenmärkten wie Nachhaltigkeitsmessen und sowas alles, kommt immer mehr. Dann die Presse ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Partner. Die lädt man ein, wann immer es geht, wenn man Tag der offenen Tür hat. Wenn man das erste Mal, keine Ahnung, Hirschhornwegerich erntet oder so. Es gibt immer einen Grund, die Presse einzuladen. Gerade im Winter sind die froh über jedes grüne Bild. Im Sommer freuen die sich riesig über bunten Mangold, bunte Tomaten. Also es ist immer wieder erstaunlich, sie sind oft sehr willens zu kommen, weil das etwas ist, was die Leute auch dazu bringt, ihre Zeitung zu kaufen, wenn da schönes Gemüse drauf vorne drauf ist. Also, und das Schöne ist, dafür zahlt man in der Regel nichts als die eigene Zeit. Man kann einladen zu verschiedenen Events, wie zum Beispiel einen Tag der offenen Tür. Man kann aber auch irgendwie eine Schnippeldisco veranstalten oder solche Sachen machen. Man kann ganz klassisch überhaupt Flyer haben, die an einer kleinen Box an der Haustür hängen, wo jeder, der vorbeigeht, sich einen mitnehmen kann, die man aber auch in anderen Läden oder sowas auslegen kann. Flyer heißen nicht umsonst Flyer, sie sollen überall rumfliegen. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Und das Ziel ist es einfach, maximale Aufmerksamkeit zu erreichen. Dann ist immer noch die Frage, wen will ich eigentlich erreichen?
Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum Leute zu euch kommen sollten und Gemüse kaufen. Und jeder, der, also jemand, der irgendwie Biogemüse haben möchte, der will andere Gründe haben, zu euch zu kommen, als jemand, der unbedingt sehr authentisches Gemüse haben möchte, also Gemüse mit einer Geschichte. Jemand, der Bio-Gemüse haben möchte, der möchte, dass ihr zertifiziert seid. Jemand, der ein Gemüse mit einer Geschichte kaufen möchte, der möchte womöglich, dass ihr irgendwie eine Facebook-Seite habt, wo ihr regelmäßig, wo ihr quasi das Leben eines Kürbisses erklärt oder mit Bildern darstellt. Es ist also ganz unterschiedlich, was diese einzelnen Zielgruppen für Wünsche und Bedürfnisse haben und Möglichkeiten auch, wie ihr die erreichen könnt. Es geht nämlich darum, also ich habe eben das Wort schon verwendet, Bedürfnisse. Und ein Kunde hat Bedürfnisse und eure Aufgabe ist es, die zu erkennen und die zu erfüllen. Manchmal weiß er gar nicht, dass er die Bedürfnisse hat. Dann ist es an euch, die überhaupt erstmal zu erwecken, diese Bedürfnisse. Ja, das sind oft so Sachen wie, also ihr lacht, aber bevor der Kunde im Laden nicht die knackigen Radieschen kurz vor Weihnachten sieht, denkt der überhaupt nicht darüber nach, ob der Radieschen an Weihnachten kaufen möchte. Aber wenn die einmal da sind, dann entsteht dieses Bedürfnis. Und jetzt möchte ich einmal kurz noch darauf eingehen, wie meiner Meinung nach ihr da rangehen solltet. Diese vier Bereiche, über die ich eben ganz kurz, also ich könnte über jeden Bereich locker eine Stunde reden, aber ich habe ja nur meine 20 Minuten. Also wie ihr diese vier Bereiche, wie ihr da herangehen solltet, also um euren eigenen Vermarktungsweg zu finden, um eure eigene Vermarktung aufzubauen, mit dem Ziel, möglichst viel Gewinn zu machen. Also es geht da auch nicht um Umsatz, sondern es geht um Gewinn letzten Endes. Es gibt meiner Meinung nach zwei Wege. Also zum einen einmal zu gucken, was ist denn eigentlich vorhanden? Was für Vertriebswege sind denn vorhanden? Seid ihr Teil eines Hofes, wo es eh einen Hofladen gibt? Ja, dann wäre das natürlich sinnvoll, erstmal über Vermarktung über einen Hofladen nachzudenken. Was sind denn da für Kunden vorhanden? Wenn ihr wisst, wenn es eine Gruppe gibt, die händeringend nach einer Solawi sucht, die sie mit Gemüse versorgt, ja, dann werdet doch diese Solawi. Diese Leute wollen vielleicht, denen ist es vielleicht sogar egal, ob das Gemüse biozertifiziert ist oder nicht. Ja, dann müsst ihr es auch nicht biozertifizieren lassen und euch dann noch mehr Arbeit machen deswegen. Was für Marketingmöglichkeiten sind vorhanden? Ja, wenn ihr keine Lust habt oder wenn ihr einfach nicht jemand seid, die irgendwie dreimal die Woche in Facebook was posten wollen und dann ständig noch mit dem Handy über den Acker rennen, um bei Instagram aktuell zu sein, dann macht's nicht. Dann macht's einfach nicht. Da gibt's andere Möglichkeiten. Dann entwerft einmal einen Flyer oder holt euch jemand, der einen Flyer macht. Dann ist aber die andere Möglichkeit, ranzugehen, was mache ich denn gerne? Und zwar nicht diese Frage, was möchte ich denn gerne anbauen, Gemüse oder was, sondern was kann ich gut in Bezug auf Vermarktung? Was für Vertriebswege kann ich gut? Kann ich gut mit Leuten reden? Dann ist Solawi das Richtige. Kann ich nicht gut mit Leuten reden? Ja, dann ist vielleicht eher so, wenn man eher an eine Genossenschaft liefern würde oder sowas. Also das zeigt auch nochmal, wenn man Market Garden macht und nicht gerne mit Leuten redet, dann ist vielleicht Market Garden auch nicht ganz das Richtige. Was für Kunden kann ich überhaupt leiden? Wenn ich nicht ausstehen kann, dass die Leute mir mit ihrem fetten Porsche auf dem Hof fahren, dann brauche ich gar nicht erst diese Zielgruppe ansprechen, weil ich werde immer nur mit dem Frust abends da rausgehen. Wenn ich aber total gerne über noch irgendwie Kindererziehung und sonst was rede, ja, warum wende ich mich dann nicht an alle möglichen Krabbelgruppenmütter und sowas? Also das ist wirklich wichtig, wenn man das nicht gerne macht, was man jeden Tag macht, dann ist man da nicht gut drin. Und was für Marketingmöglichkeiten kann ich gut? Bin ich jemand, der total gerne vor der Kamera steht? Ja, dann macht YouTube-Videos. So erreicht ihr auch Leute. Aber wenn ich jemand bin, der halt lieber auf so eine Nachhaltigkeitsmesse geht und den Leuten wirklich mal erklärt, und zwar den interessierten Leuten, die auch auf so eine Messe überhaupt erst kommen, wie das eigentlich funktioniert mit der Erzeugung und so,
dann geht dahin. Aber wenn ihr keine Lust habt, euch dann ganz nach die Beine im Bauch zu stehen, dann macht das nicht, weil das werden die Kunden spüren und dann hat keiner Lust, mit euch zu reden. Also die zwei Möglichkeiten gibt es meiner Meinung nach. Das kann sich widersprechen, es muss sich nicht widersprechen, aber ich finde, das ist das Wichtige, was oben steht. Entweder was ist vorhanden oder was kann ich gut, was mache ich gerne. Und erst danach kommt das ganze andere. Darauf richte ich dann mein Sortiment aus. Möchte ich irgendwie die Muttis mit ihren Kindern erreichen, dann werde ich wahrscheinlich nicht drumherum kommen, Pastinaken anzubauen. Auch wenn es vielleicht nicht mein persönliches Lieblingsgemüse ist. Aber es ist total wichtig, wenn man Mütter mit kleinen Kindern also als seine Kunden haben möchte. Dann klären sich auch ganz schnell so Fragen, ja, muss ich mich denn biozertifizieren lassen? Ja, wenn ich Kunden habe, denen vor allen Dingen wichtig ist, dass das Gemüse hier ganz lokal angebaut wird, und dann sie auch jeden Tag sehen können, wie es angebaut wird, dann muss ich mir den Aufwand nicht machen. Wenn ich aber in die Stadt fahre, irgendwie 50 Kilometer entfernt und da einen Marktstand habe, dann muss ich mich von allen anderen Marktständen absetzen, indem ich hier das Bio-Logo dranhängen kann oder das Demeter-Logo oder irgendwie sowas, damit ich überhaupt erstmal auffalle. Auch so Sachen wie Öffnungszeiten, Hofladen, ganz klassisch, ergeben sich dann ganz schnell daraus, weil wenn ich vor allen Dingen die wohlhabenden Leute erreichen möchte, die mit dem Porsche oder so auf dem Hof kommen vielleicht, dann muss ich auch Öffnungszeiten haben, die arbeitszeitkompatibel sind. Dann nutzt es nichts, wenn ich morgens zwischen 10 und 12 offen habe, weil dann kommt niemand, sondern dann muss ich nach 17 Uhr offen haben. Und auch so Sachen wie Corporate Design, also wie gestalte ich mein Logo, hat ganz viel damit zu tun, welche Kunden will ich überhaupt ansprechen. An wen möchte ich denn eigentlich meine Produkte verkaufen und wie möchte ich meine Produkte verkaufen? Wenn ich hier so mit einem holzgezimmerten Verkaufsstand unterwegs bin, ja, dann brauche ich da kein flashy Logo, was irgendwie noch so super modern aussieht. Da ist das vielleicht realistischer, ein Logo zu haben, was man irgendwie mit einem Brenneisen auf dem Holz malen kann, weil es dazu passt. Was ich am Ende einfach noch sagen möchte, es ist alles möglich. Es sagt niemand, eine Solawi muss so aussehen und eine Solawi muss das und das und das alles machen. Es sagt niemand, ein Marktstand muss mindestens 20 Produkte haben, dass er funktioniert. Es sagt niemand, wenn ihr Gemüse verkauft, müsst ihr euch biozertifizieren lassen, weil dort die meisten Kunden auf saisonales Gemüse stehen. Das stimmt einfach nicht. Macht euch frei davon und überlegt, was könnt ihr gut und was wollt ihr. Weil wenn ihr diese Frage beantworten könnt, dann werdet ihr auch gut sein in dem, was ihr macht. Und dann werdet ihr die Kunden finden, die Vertriebswege finden und die Möglichkeiten finden, wie ihr das, was ihr erzeugt, überhaupt anzubieten, also an die Kunden rantragen könnt. Und es ist wirklich alles möglich. Und wenn ihr eine Salatsolawi macht, dann macht das. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet gerne, jetzt, wir haben ja hier nicht nur Market Garden, sondern auch Microfarming, wenn ihr gerne mit Milchziegen in der Stadt Ziegenkäse erzeugen wollt, das geht auch. Kann man Grünflächen abweiden mit denen. Gut, so viel bei meiner Seite. Ganz kurz noch, habe ich noch einen Moment oder nicht mehr? Gut, ich hätte sonst noch zwei Tools, die ich an die Hand geben kann. Also einmal das AIDA. AIDA steht kurz für Attention, Aufmerksamkeit, Interest, Interesse. Desire, Verlangen und Action, Handlung. Das ist was, wenn ihr das schafft, mit eurer Werbung, mit eurem Vertriebsweg und mit euren Produkten zu zeigen, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und zwar immer, ihr müsst das immer durchdeklinieren. Es bringt nichts, nur Aufmerksamkeit zu haben. Am Ende muss die Handlung stehen. Das tollste Hofschild nutzt nichts, wenn es nicht die vorbeifahrenden Kunden dazu bringt, bei euch im Hofladen einzukaufen. Das ist das eine, also es ist immer wichtig, die Wirkung von all dem, was ich vermarktungstechnisch tue, zu überprüfen. Und das andere, das muss man nicht lesen können, ist das Thema Sinusmilieus. Die Tabelle ist von Wikipedia, guckt es euch dort an. Sinusmilieus ist im Prinzip eine Art und Weise, wie man die Kunden in Deutschland einteilt. Und da gibt es ein paar Kundengruppen, die für euch ganz relevant sind. Und wenn ihr euch anguckt, was die gerne wollen, dann werdet ihr euch eure derzeitigen Kunden da sicherlich auch wiederfinden. Und ich finde es immer wieder wichtig, sich vor Augen zu führen. Wer ist denn das eigentlich, mit dem ich da zu tun habe?
Also das sind hier die vier Milieus, um die es da geht. Guckt es euch bei Wikipedia an, das ist ein guter Artikel. Gut, so viel von meiner Seite. Danke. Hallo, dankeschön. Ich hätte zwei Anmerkungen. Zum einen war noch nicht Thema, allgemein finde ich das sehr vernachlässigt, wird eigentlich kaum darüber gesprochen, dass man eigentlich mit dem Market Garden die Möglichkeit hat, ganze Rezepte anzubauen und komplette Produkte auf regenerativ quasi zu produzieren. Und sowas in Betrieb zu integrieren, die Verarbeitung, wäre vielleicht noch eine Anmerkung. Und das andere ist, ich bin dieses Jahr über Open Food Network gestolpert. Ich weiß nicht, ob da jemand von hier ist. Ist auf jeden Fall eine Open-Source-Plattform, die in Australien und England nicht wenig verbreitet ist. Und finde ich eine sehr tolle Basis als Hub, Food Hub oder für ja, Vermarktungsgemeinschaften, aber auch für einzelne Betriebe. Und das ist Open Source und die deutsche Plattform sucht dann noch Leute, die da mitmachen, das weiterzuentwickeln und die würden sich bestimmt freuen über Interesse. Mich würde mal interessieren, wie groß ist dein Betrieb und wie viel Umsatz machst du da? Weil du davon sprachst, das ist sofort ein Vollerwerbsbetrieb. Ja, Betriebsfläche sind es 8,3 Hektar. Der Gemüsebau selber, also das, was man hier im Prinzip sehen kann, mit dem bisschen Grünland, ich habe hier so ein mit dem bisschen Grünen hier vorne dran, also das Ganze sind 3.500 Quadratmeter. Also die Beetfläche selber sind ungefähr etwas über 2.000 Quadratmeter. Und jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich bin natürlich schon wieder in der Planung für nächstes Jahr und sind die Zahlen dann anders, weil wir erweitern. Also für den Gemüsebauteil jetzt, ist es ungefähr ein Umsatz von 55.000 gewesen jetzt 2019. Und davon ist ungefähr, jetzt muss ich kurz überlegen, sind es etwa 40-45% Gewinn. Also was dann private Entnahmemöglichkeit für mich ist als Unternehmerin. Ich habe ganz kurz einfach einen Ausschweifer, weil ich ganz viel über Marketing gerade nachdenke. Und in dem Fall handelt es sich um einen Imker, den ich versuche ein bisschen so zu unterstützen. Und der Imker hat das Problem bei ihm, dass so ein jährlicher Konsum eigentlich nur von einem Kilo Honig zu erwarten ist von einer Person. Und das heißt, er braucht eigentlich einen unglaublich großen Absatzmarkt, will aber gleichzeitig diese klein strukturierte Form irgendwie beibehalten und nicht unbedingt abschweifen in so eine Genossenschaft. Und er hat das Problem, er kann einfach nicht genug absetzen, weil er so unglaublich viele Menschen braucht und sie vielleicht dann nur einmal im Jahr zurückkommen zu ihm oder zweimal im Jahr. Und gibt's da, was wäre da vielleicht so ein Ansatz? Irgendwie nur so ein Gedankenspiel, was man da vielleicht machen könnte. Also ich weiß, dass es in der Nähe von Berlin gibt es zum Beispiel eine Walnuss-Solawi. Weil da ist ja das Gleiche. Es ist ja nicht so, als ob da jeder zigtausend Kilo Walnüsse verbraucht und da außerdem dann regelmäßig noch kommt. Und gerade in diesen, glaube ich, auch relativ ländlich, also da kommt man nicht auch mal so einfach vorbei. Und die verschicken einem nach der Ernte, ich glaube, einmal 5 Kilo und dann nochmal, je nachdem, wie die Ernte verlaufen ist, nochmal entsprechend mehr. Und Honig hat ja immer den Vorteil, dass es auch ein langhaltbares Produkt ist. Also das ist auch nicht so, dass man da sofort, nachdem der geschleudert wurde, den auch alles vermarkten muss. Der kann auch weite Strecken überdauern, man kann ihn auch also verschicken tatsächlich. Also von daher, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also das geht vom Online-Shop über halt Abos, man kann auch mit Bienen eine Solawi machen. Man kann ja die Leute ganz toll auch einladen, noch für alle möglichen Veranstaltungen mit den Bienen. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch Honig in kleine Gläser abfüllen und den personalisieren. Also, das ist eigentlich nur beispielhaft. Es gibt eigentlich immer zig Möglichkeiten, wie man vermarkten kann. Aber man muss halt, das finde ich immer wichtig, das war das, was ich auch versucht habe zu sagen, man muss auch gucken, was einem selber liegt. Möchte ich denn den ganzen
organisatorischen Aufwand, der hinter einem Online-Shop zum Beispiel steht, mit dem ständig Verpacken, den Kram zu der Post bringen oder abholen lassen und was weiß ich was alles und keinen direkten Kontakt zu meinen Kunden haben. Oder möchte ich lieber versuchen, irgendwie eine große Veranstaltung zu machen, wo viele Leute zu mir kommen und viele Leute auf einmal ein bisschen Honig kaufen? Also danke dir erstmal noch, Vivien, für deinen Impuls.